Gut, dann starten wir mal. Ich freue mich auf das Gespräch mit Franz Dinder, der im wirklichen Leben einen Nachnamen hat. Im Film Käthe Kruse hat er keinen. Er ist der David und ist eine ganz wichtige Figur, eine Art von Katalysator ja auch für die einzelnen Lebensabschnitte von Käthe Kruse, der Hauptfigur in diesem Film. Wenn ich jetzt aber mal ganz offen fragen würde, habe den Film nicht gesehen, kenne ihn nicht, weiß überhaupt nicht, wer diese Figur ist. Wer ist David? Welche Rolle spielt er also an der Seite von Käthe Kruse? David ist ein Freund von Käthe, der ihr seit Anfang an die Treue hält und sie durch ihr ganzes Leben begleitet und eigentlich immer für sie da ist, auf verschiedenste Art und Weise. Heimlich in sie verliebt ist und am Ende seines Lebens feststellt, dass diese Liebe endgültig niemals beantwortet wurde, aber auf eine andere Art und Weise dann doch. Ja. Während viele Figuren ja historische Bezüge haben, in allererster Linie natürlich die Hauptfigur, das ist klar, kann man David lange suchen, den wird es nicht geben, das ist eine rein fiktive Figur. Richtig, ich denke, man hat David dazu erfunden, um die Spannung zu erhöhen und auch verschiedene Seiten von Käthe zeigen zu können. Ihre Loyalität gegenüber ihrem Mann, den sie eigentlich nicht wirklich liebt oder wo die Ehe auf eine gewisse Art und Weise eingeschlafen ist, sie aber trotzdem loyal an ihrer Seite, an seiner Seite stehen bleibt und auf der anderen Seite eben auch die Bestimmtheit, diese Frau, die gegen alle Widerstände auch abseits ihrer eigenen persönlichen privaten Sehnsüchte für die Sache kämpft und sich nicht abbringen lässt von ihrem Weg. Also ist schon beeindruckend, ja. Ja, es ist ja in der Tat so, dass man aus heutiger Sicht mit den Augen und dem Gefühl von heute denkt, diesen Mann müsste sie schon längst verlassen, mit dem sie ja auch lange nicht verheiratet ist. Aber selbst nach dieser Hochzeit oder dieser Heirat, nennen wir es mal so, ist ja keine große Feier, die gezeigt wird, wäre der Zeitpunkt, ihn zu verlassen, immer noch gut und gegeben und sie sollte mit David zusammen sein. Aber die Konventionen der Zeit haben eine andere Sprache gesprochen. Definitiv. Kann man sich heute nicht vorstellen. Schön, dass man sich das heute nicht vorstellen kann, dass es Zeiten gab, wo man ohne die Unterschrift des Ehemannes überhaupt nicht in der Lage war, in irgendeiner Art und Weise aktiv zu werden. Also weder ein Konto zu eröffnen oder einen Gerichtsprozess zu starten, alles. Der Platz der Frau war definitiv hinterm Herd und zu Hause, im Kreise der Liebsten, so dass sie eben auf die Kinder aufpasst. Und der Mann war draußen und hatte das Sagen. Irre, dass in so einer Zeit die Frau Kruse den Mut aufgebracht hat, für die Sache zu kämpfen und sich auch nicht abbringen zu lassen. In dem Moment, wo ich Puppen herstelle, die werden als Plagiat von einer mächtigen Spielzeugfirma auf den Markt geschwemmt, zu sagen, nee, ich klage dagegen und dann auch noch jahrelang diesen Prozess durchzuhalten, der ja auch kostet, um dann gegen Ende zu sehen, dass die Gerechtigkeit siegt und diesen Prozess gewinnen zu können. Also das finde ich schon absurd. Also ich glaube, die Frage kann sich jeder stellen, inwieweit er das auch getan hätte. Ja. Und damit hat sie ja einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass Spielzeug einem Copyright unterliegt. Ja. Ja, und David ist an der Stelle ja mindestens zum zweiten Mal in diesem Film einfach dieser Katalysator, dieser wichtige Faktor, der also ohne den sie das wahrscheinlich so gar nicht geschafft hätte und der zwar von ihr erstmal überredet werden muss, aber ich glaube, umgekehrt brauchte sie auch den Zuspruch und den Mut und die Freundschaft von David, um das durchzuziehen. Richtig, also Käthe Kruse hatte ja kein großes Umfeld. Ich denke, man wollte erzählen, dass sie Menschen hatte, die ihr nahe standen, denen sie auch vertrauen konnte, die sie auch unterstützt haben. Und David kommt dann die Aufgabe zu, sie als Anwalt zu vertreten und vor Gericht rauszuboxen. Und das hat gut funktioniert. Ich fand es interessant, diesen Alterssprung zu spielen, mit einer Komplettveränderung von ganz jung zu der Hippie auf Monte Verita hin zu dem kriegsversehrten David, der mit einem Bein weniger aus dem Krieg zurückkommt. Und sich dann doch überwinden kann, ihr zu helfen. Ich finde auch den ersten Moment, wo er ein wichtiger Faktor für sie ist in dieser Freundschaft und ihr neue Perspektiven teilweise öffnet, einen anderen Blick auf das Leben für sie öffnet, den finde ich eigentlich auch sehr spannend, auch wenn David ja ein fiktiver Charakter ist, aber es hätte ja gut sein können, dass sie quasi einen Freund hat, der sie einlädt nach Italien, in die
Toskana oder wo spielt das Ganze sozusagen in diese Kolonie freier Künstler, Freischaffender und auch ja, der freien Körperkultur und all dieser ganzen Dinge, die also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ja wirklich auch noch ein bisschen mehr strange waren als heute. Das ist ganz interessant, wenn man die Bilder von Monte Verita anschaut und die Nudisten sieht und die Tänze, also im Jugendstil war ja wahnsinnig viel passiert damals. Also ich denke dann immer an Klimt und sehe den auch in seinen Gewändern, wie er mit seiner Katze dann in seinem Atelier gemalt hat. Und so war das auf Monte Verita auch. Also eine Aussteigergesellschaft, ja, die gesagt haben, wir gehen jetzt in eine Künstlerkolonie, leben autark und probieren alle Richtungen aus, in die es uns eben so treibt, ja. Das muss man nicht unbedingt schön finden. Ich wäre persönlich als Franz Zinder jetzt wahrscheinlich als allerletzte ein Gast in so einer Künstlerkommune. Ich würde wahrscheinlich auch damals gedacht haben, was für Spinner. Aber als Gegenentwurf zu dieser Gesellschaft, die eben darauf bedacht war, immer weiter, immer mehr, immer aggressiver nach vorne, verstehe ich, dass das auch ein notwendiger Pol war. Ja. Also ich glaube, dass manches auch nur aus heutiger Sicht wiederum ein bisschen spinnert oder ein bisschen seltsam wirkt, aber ich glaube, das war einfach auch die Möglichkeit, sich auszudrücken beziehungsweise auch eine Art von Gegenpol zu bilden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man als Künstler auch in der damaligen Zeit dabei war. Es gab ja auch noch andere Bewegungen, beispielsweise Max Kruse, der Ehemann von Käthe Kruse, spätere Ehemann, den Fritz Kahlia spielt, war ja auch Mitglied der sogenannten Münchner Session. Das waren ja auch viele Künstler Berliner Session, die sich gegen die allgemeinen Strömungen gewendet haben und einen eigenen Pol gesucht haben. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Warum nicht? Franz Dinder auch. Ja, der die Berlin, klingt ja auch gut. Die Berliner Sezession, die naja, also es ist ja meine Lieblingskunstrichtung der Expressionismus und auch Richtung Jugendstil, was Egon Schiele da in Wien gemacht hat mit Klimt, seinem Meister. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich damit sympathisiert hätte. Allerdings Leute, die nackt durch die Gegend tanzen und sich die Haare lang wachsen lassen, werde ich wahrscheinlich nie so richtig nachvollziehen und verstehen können. Ja. Ja gut, okay, das muss ja jetzt auch nicht sein, aber es gibt ja auch eine andere Möglichkeit. Aber von daher gesehen muss David ja eigentlich ein spannender Charakter gewesen sein, gerade auch in der Lebensphase, über die wir sprechen. Nein, wir hatten ganz tolle Dreharbeiten und zu dritt haben wir das auch sehr genossen. Das war ein Geschenk, da auf die verschiedenen Richtungen ausloten zu können und dann mit ihrem grimmigen Ehemann, wo ja auch viel drinsteckt, wo ja auch Zeitzeugnis drinsteckt, der mit seiner Eitelkeit zu kämpfen hat, der parallel aber nicht in der Lage ist, dem Gegenentwurf David nachzueifern, indem er auf einmal sagt, ich bin d'accord mit allem und ich gebe dir die Freiheit. Also letztendlich dieses ganz klassische, konservative Denken eines Mannes, das er da auch vertritt. Das war ganz spannend, diese Figuren aufeinander prallen zu lassen und auch diese Welten. Und für den ersten Moment könnte man denken, bei Käthe Kruse, oh, ein Film über Puppen, so ein bisschen kitschig. Ich denke, der Film überrascht ganz viele und diese Geschichte von Käthe Kruse ist nicht präsent, wenn man den Namen hört, dass da ein derart spannendes Leben dahinter steckt. Genau, deshalb finde ich das auch gut, dass wir auf diese beiden Aspekte eingegangen sind. Also einmal der über die Juristerei, über die Gerichte erfolgte Kampf, der ja ein emanzipatorischer Kampf auch von ihr war. Und auf der anderen Seite eben diese in jüngeren Jahren künstlerische Befreiung beziehungsweise gewisse Befreiung von Zwängen. Sie kam ja auch aus ärmlichen und dadurch ja auch sehr engen Verhältnissen teilweise. Und das waren ja auch neue Lebensperspektiven. Sind das so zwei Aspekte, wo man sagen kann, das ist auch letztendlich sehr modern an diesem Stoff? Es gibt genügend Gründe, den Film zu gucken. Ich glaube, wenn ich jetzt als Zuhörer oder Zuschauer hören würde, ja, aus dem und dem Grund und auch modern und Parallelen und die Metapher für das und das. Der Film ist einfach überraschend spannend und natürlich gibt es unendlich viele Brücken in die Gegenwart, wo man auch sagt, okay, es ist mehr zeitgemäß, als man sich das vorstellt. Ich persönlich war sehr, sehr überrascht, als ich das Buch zu Ende gelesen hatte und dachte mir, Wahnsinn, Wahnsinn. Und auch vor kurzem, ich habe letzte Woche eine Unternehmerin getroffen,
mit dem fantastischen Namen Lilo Sommer, eine Hutmacherin, die das Unternehmen ihres Vaters übernommen hat. Ein großes Unternehmen mit 150 Angestellten, schwäbische Tradition, betet auch noch für ihre Mitarbeiter. Ein völlig anderes Verständnis von Betriebsführung, sich auch sozusagen die Mitarbeiter als Familie zu betrachten. Und da dachte ich mir, das ist genau für solche Frauen, gibt es diesen Film, weil sie ist auch eine Art von Käthe Kruse. Und das ist ein ganz spezieller Menschenschlag, den wir schwerlich vermissen in Zeiten, wo Manager in Betriebe gesetzt werden und zwei Wochen später ist es dann schon wieder der Nächste, der eigentlich gerade von einer Gurkenfabrik kommt, aber jetzt macht er auf Shampoo und da wird hin und her geschoben. Deswegen ganz, ganz wichtig, sich daran zu erinnern. Ja? Und das leistet der Film und das ist nur eine Facette. Nur eine von vielen Facetten, also freuen wir uns auf die Ausstrahlung. Käthe Kruse mit Franz Dinder als Darm. Eigentlich dieser Film muss geschaut werden. Ja. Am, Moment, 4. April um 20.15 Uhr. Mit Franz Dinder in der Rolle des David. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. So. Lacht sie und freut sich. Friederike Becht aus Bochum. Ein Bochumer Mädchen oder? Nein, ein zugezogenes, aber ein liebendes Bochumer Mädchen. Was also ist denn so schön an Bochum? Ich habe mich dort verliebt. Also zum Beispiel, das ist das Allerschönste. Und ich habe dort ein Kind bekommen. Und es gibt es ist sehr grün. Also man denkt ja immer, dass das Ruhrgebiet überhaupt nicht grün sein kann und alles voller Smog ist. Das stimmt nicht. Jetzt ist sie aber unterwegs in Deutschland und auch hier im Norden, um, ja, kann man so sagen, auch ein bisschen Werbung zu machen für den Film Käthe Kruse. Dort spielt sie nämlich die Hauptrolle, Käthe Kruse. Eine Frau, die, sag ich mal, jungen Frauen und kleinen Mädchen natürlich vom Namen her sofort ein Begriff ist, oder? Die mir kein Begriff war, bevor ich das Vorsprechen hatte. Aber die mir dann ein Begriff wurde. Und ich finde auch, dass es ein Begriff sein könnte für die Menschen. Weil sie jetzt eine tolle Frau. Ja, ich sag mal, als Mann gehe ich erstmal davon aus, dass alle Mädchen oder jungen Frauen Käthe Kruse-Puppen kennen. Ist das gar nicht so? Nee, nicht mehr. Also ich kannte sie nicht. Ich weiß nicht, also meine Generation glaube ich schon nicht mehr. Meine Mutter, ja, auf jeden Fall. Ich habe mit Barbies gespielt und mit Babyborns. Babyborn, die man füttern kann. Und die trinken kann und Kaka machen kann. Das war so meine Puppe in meiner Kindheit. Ja, das sind ja mittlerweile, glaube ich, auch in erster Linie Sammlerstücke und Ähnliches. Aber jetzt nach diesen Filmarbeiten und der Beschäftigung mit der Person und der Zeitgeschichte und all den Ereignissen, wir wollen ja gleich über den einen oder anderen Aspekt nochmal sprechen, ja. Jetzt fühlt sich so eine Käthe Kruse-Puppe wahrscheinlich ganz anders an. Ja, jetzt hätte ich gerne eine. Ja, ja, klar, natürlich. Also jetzt fühlt sich generell Spielzeug anders an. Jetzt weiß man ein bisschen, was so dahinter stehen kann. Ja, was steckt dahinter? Käthe Kruse, das ist mehr als einfach nur eine Frau, die tolle Puppen erfunden hat. Ne? Richtig. Also es ist mehr als nur eine super Unternehmerin. Es ist eine große Liebende. Es ist ein Kind, was nicht angenommen wurde, was in einer ganz schweren Zeit groß wurde, was keine Chancen eigentlich hatte fürs Leben und was trotzdem die kleinste Chance ergriffen hat und daraus was gemacht hat, wie eine Blume, die kein Wasser bekommt, trotzdem irgendwie schön und groß werden kann. So was ist Käthe Kruse. Also ein wahnsinnig vitaler Mensch, der sich irgendwie durchgesetzt hat in diesem Leben und der sehr, sehr lebensbejahend auch ist. Waren das wichtige Aspekte, um sich für die Rolle zu bewerben? Ich weiß nicht, wie es gelaufen ist oder sich dafür zu entscheiden, nachdem Sie gefragt wurden? Dass sie, was ich gerade beschrieben habe, ja, so zum Beispiel dieses, genau, dass sie eine Blume ist, die trotz Wassermangels beginnt zu blühen und ähnliches, lebensbejahend ist. Ja, für mich ja. Also für mich ist das ein interessanter Fakt. Also wie so jemand sich dann trotzdem durchkämpft, ja. Es gibt ja einen ganz interessanten
ja, wie soll ich sagen, so eine ganz interessante Parallelität. Käthe Kruse hat ja, so lernen wir es durch den Film, am Anfang war sie bemüht, Schauspielerin zu werden, am Theater zu arbeiten. Und ich spreche ja jetzt mit einer, darf ich ja so sagen, durchaus versierten, genau, dankeschön, versierten Theaterschauspielerin. Das ist sicherlich ganz spannend gewesen. Was ist das, haben Sie da so ein eigenes Anfangsgefühl mit reingebracht, auch wie es für Sie selber war, die ersten Rollen zu bekommen im Theater? Ja klar, also dadurch, dass ich Schauspielerin bin und sie das auch war, da sagt man natürlich, check, das kenne ich. So, da klar nimmt man alle, das macht man sowieso als Schauspieler, man benutzt seinen Kasten an Leben, dass man so gelebt hat und guckt so rein und schaut, aha, das ist eine ähnliche Situation. Eventuell kann man die dann benutzen, um da wieder die Gefühle oder die Situation zu begreifen und zu durchdenken. Ja, also es hat mich dann schon, das hat mir geholfen. Ja, und das denkt man eben auch nicht, wenn man Käthe Kruse hört, dass sie Schauspielerin war. Nein, auf die Idee kommt man zweifelsohne nicht. Und man kommt auch nicht auf die Idee, die weiteren Stationen ihres Lebens, dass die so geprägt waren eigentlich von Kämpfen, von einem einzigen, würde man wahrscheinlich heute so sagen, emanzipatorischen Weg und Kampf und geprägt auch von vielen Widerständen. Ja, das ist so. Also ich meine, angefangen davon, dass sie ein Kind war, was der Vater nicht haben wollte. Also der hatte eine andere Familie und die Geliebte war nun mal ihre Mutter. Der wollte das Kind nicht haben. Der meinte, dass sie am besten abgeschoben wird irgendwo in ein Heim. Das hat die Mutter nicht gewollt. Die Mutter hat ihr dann ermöglicht, in die Schule zu gehen, was auch sehr selten war für diese Zeit, für diesen Stand, den sie hatten. Und dann wählt sie den Beruf einer Schauspielerin. Das war ja damals auch eigentlich ein sehr, sehr verpönter Beruf. Also viele Frauen, die diesen Beruf hatten, das grenzte auch sehr an das Rotlichtmilieu. Also um das Geld zu bekommen, diese Kleider, musste man sich selber machen. Und, so, und das war auch, ja, das muss schon sehr mutig gewesen sein, zu sagen, ich mache jetzt diesen Beruf, weil da kann ich irgendwie mein eigenes Geld dann vielleicht mal verdienen und vielleicht doch mal ein schönes Leben haben. Das ist schon, da muss schon jemand sehr stark und zum Kampf bereit und gewesen sein. Also so das, ja, und auch weiterhin, dann hatte sie einen Mann, der sie nicht heiraten wollte, auch nicht nach dem zweiten Kind. Und zur damaligen Zeit hätte man ihr locker die Kinder wegnehmen können, wegen unsittlichem Verhalten und dergleichen. Also das, dann muss sie weggehen aus Berlin. Aber dadurch, dass sie so viele Schwierigkeiten hatte und sich denen aber gestellt hat, ist sie eben zu ihrer Kraft auch herangewachsen und hat auch, was für Frauen sehr selten war, reisen können. Also sie war nun mal nicht die Frau von, was sie eigentlich gerne gewesen wäre. So. Aber dadurch hat sie viele andere, haben sich viele andere Möglichkeiten ergeben. Eben sie ist durch die Welt gereist, sie hat Fotografie entdeckt, Malen, das erzählen wir zwar nicht, aber das war so. Und eben auch die Handwerkskunst mit den Puppen. Ja, in der Tat, dieser Mann, Max Kruse, ich würde ganz gerne noch mal eben kurz eingehen auf seine Rolle. Max Kruse ist sicherlich für Sie auch auf der einen Seite, sag mal, als Lebemann, als Künstler interessant gewesen, aber ein bisschen auch natürlich auch als Vaterfigur, ne, weil er deutlich älter war. Für Käthe Kruse? Mhm. Ja, das kann man. Ja, nicht man, für Friederike Bech. Nein, das kann man so sehen, ja. Also könnte auch dann psychologisch denken, aha, eine Frau, die keine Liebe von ihrem Vater bekommen hat, versucht jetzt von einem alten, wohl an bekannten Berliner Künstler Anerkennung zu bekommen. Und auch das hat sie ihr Leben lang versucht eigentlich, dass dieser Mann, das war nicht so einfach. Das erzählen wir auch zum Teil, aber es war in Wirklichkeit noch schwieriger, dieser Mann. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen einfacher und naheliegend, jetzt das so zu sehen, weil er eben der ältere Mann war als Vaterersatz, aber ein ganz wichtiger anderer Katalysator und guter Freund, eine fiktive Figur in diesem Film, ist David. Letztendlich, auch wenn es eine fiktive Figur ist, wie wichtig ist er, was bedeutet er für die Entwicklung von Käthe Kruse? Im Film, also es ist ja auf jeden Fall eine Möglichkeit eines einfachen und schönen Lebens mit jemandem, der einen liebt und voll anerkennt, als was man ist. Das ist ein Weg, den sie nicht geht, aus, naja, wo die Liebe halt hinfällt, aus anderen Gründen. Ja, also ich würde sagen,
das soll diese Figur oder das soll es erzählen. Und man erzählt dann aber auch, dass sie ja zu jemandem hält oder an jemandem festhält und die Hoffnung auch nicht verliert, auch nicht bis zum Schluss, glaube ich, dass das nochmal gut wird mit ihm und dass er sie vielleicht dann doch annimmt als Frau. Das erzählt das vielleicht, also dadurch, dass sie nicht mit David abhaut. Genau, das ist im Film ja auch immer schön, das zu erzählen, was möglich wäre. Ja. Damit das andere, was möglich ist, tatsächlich auch nochmal klarer herausgearbeitet wird, vielleicht sogar dramaturgisch einfach noch intensiver wahrzunehmen ist. Aber dieses, was möglich gewesen wäre, ist das auch etwas, wo man sagen kann, das ist in der Zeit auch schon sehr ungewöhnlich gewesen. Eine Frau mit diesem Lebensweg, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, was aus Käthe Kruse heute werden würde. Wahrscheinlich. Was denken Sie? Ich weiß es nicht, möglicherweise genauso erfolgreich, nur eben auf einem anderen Weg. Also sie hat ja auch eine innere, erstaunliche innere Kraft. Ja, gehabt. Wahnsinn, Wahnsinn. Also da kann man sich ein Scheibchen von abschneiden. Ja, aber wie beurteilt man das aus heutiger Sicht, auch als junge Frau? Jetzt, also ich habe es ja nun als Mann gesehen, diesen Film und diese Biografie. Wie sagt man, beurteilt man das als junge Frau? Mit viel Respekt. Ich habe viel Respekt davor, dass sie, wie sie durchhält, also auch die schweren Zeiten. Und auch, ich denke, heute lebt man in einer Welt, in der man überflutet wird von Möglichkeiten, gerade hier so in Deutschland, wenn man wo situiert aufwächst, dann hat man viele Möglichkeiten und oft aber die innere Kraft nicht, sich für Dinge zu entscheiden oder einfach mal zu versuchen oder das Selbstbewusstsein nicht. Und das kann man vielleicht von ihr sehen, also auch egal jetzt, ne, dass sie in einer anderen Zeit war, wie kraftvoll man dem Leben begegnen kann und sich selbst und zu sagen kann, okay, ich versuche das jetzt einfach, ich versuche jetzt meinen Traum zu verwirklichen. Das ist was ich denke, was man heute sehr an ihr schätzen kann und auch sich selber denken kann, okay, dann versuche ich es vielleicht auch mal. Braucht man heutzutage als junge Frau auch viel Kraft, um sich beruflich so durchzusetzen? Ich spreche mit einer jungen Frau, Theaterschauspielerin, Filmschauspielerin, Fernsehen, Mutter, habe ich ebenfalls gehört, junge Mutter wahrscheinlich. Und trotzdem muss man immer dranbleiben am Ball. Ja, ich glaube, ich würde es nicht auf Frau oder Mann beziehen. Ich denke, jeder Mensch muss, der was im Leben machen möchte und erreichen will, auch irgendwie dranbleiben. Das würde ich generell, egal ob Mann oder Frau, würde ich das so sehen. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg dabei, bei diesem weiteren Weg im grünen Bochum. Ja. Herzlichen Dank, Friederike Becht. Dankeschön.